Lukas, stell dir vor, es ist Atomkrieg. Ja. Und du hast jetzt die Wahl. Entweder du bleibst oben, du versuchst in der Oberfläche zu überleben, hast dort quasi noch alle Möglichkeiten, die da sind. Oder du gehst in den Untergrund, in einen hochtechnologisierten Bunker. Musst aber dann für mehrere Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte, also es kann sein, dass du niemals das Licht der Welt wieder erblicken wirst oder der Oberfläche. Für was würdest du dich entscheiden? Für den Bunker oder für die Oberfläche? Boah, wie schlimm ist es denn auf der Oberfläche? Es ist sehr schlimm. Sehr schlimm, gute Vorzeichen für diese 201. Folge des Filmmagazins. Keine Angst, ihr müsst die 200 Folgen vorher nicht gehört haben, um hier mitzukommen. Also auch wenn ihr neu seid, herzlich willkommen zum Filmmagazin. Wir sind ein Podcast und dieser Podcast, ja, beschäftigt sich mit Filmen. Das ist gut, oder? Manchmal auch mit Serien, so wie heute. So wie heute. Und es ist halt nicht nur ein Podcast, der im audiotechnisch funktioniert, sondern auch videomäßig. Das heißt, wenn ihr bei YouTube dabei geschaltet seid, dann könnt ihr uns auch sehen. Ansonsten sind wir halt auch als Podcast für Film und Serien auch auf allen möglichen Podcatchern unterwegs. Das müssen wir nur alles mal wiederholen, damit ihr auch wisst, wer sind wir eigentlich überhaupt. Ich bin der Martin. Und ich bin der Lukas. Genau. Und wir sprechen über, wie ich jetzt schon, glaube ich, zum dritten Mal gesagt habe, Filme und Serien. Ihr seht, es ist Ende der Woche bei uns angekommen. Wir müssen erstmal unsere Stimmen wieder ein bisschen ölen. Ich finde, man merkt bei uns immer total, wann wir aufnehmen. Weißt du, wenn wir an so einem, so wie ich fand, so wie bei den letzten beiden Folgen, wenn wir so irgendwie so cool gechillt irgendwie, wenn es uns gut reinpasst, aufnehmen und so, ne, wenn wir beide ein bisschen Zeit haben, so drüber nachzudenken und nicht vielleicht im Stress sind, dann ist das immer relativ stringent. Und heute so ein Tag, da hatten wir schon öfter, wo du denkst, so Freitagabend nach einer Arbeitswoche und du sitzt da und weißt so, der Brei in meinem Kopf quillt gleich aus meinen Ohren raus. Also entschuldigt. Ja, aber ihr habt euch leider dafür entschieden, uns trotzdem einzuschalten, dem zuzuhören. Deswegen, danke, also ihr müsst vielleicht ein bisschen den roten Faden dann auch suchen. Genau. Denkt euch den einfach. Nein, wir versuchen trotzdem eine schöne, hörenswerte Folge zu machen, wo ihr auch ein bisschen was mitnehmen könnt. Beziehungsweise ist das heute Martins Aufgabe, denn der hat sich eine Serie angeguckt, auf die, ich würde mal mutmaßen, du dich auch ein bisschen gefreut hast, beziehungsweise so ein kleines bisschen auch hingefiebert hast, weil du hast ja auch, ich sag mal, in deinem Leben so ein bisschen was mit Spielen zu tun, also so peripher an Computerspielen vorbeigelaufen. Ja. Und einige von euch, die werden sicherlich auch jetzt schon wissen, über welche Serie wir heute sprechen wollen, denn es ist eine große Videospielverserichung rausgekommen, zuletzt, über die auch lange vorher gesprochen wurde und alle so: Oh, wird das gut? Oh, da weiß ich nicht genau. Oh. Ja. Die Anzeichen waren jetzt auf jeden Fall schwierig, vorher das einzuschätzen, ob das was Gutes wird oder was Schlechtes. Deswegen soll es auch, das wollen wir ein bisschen dann auch an einzelne Punkte gehen, ob denn das gelungen ist oder nicht. Es soll nämlich um Fallout gehen, wenn man auch der Amazon-Seite, also es läuft dann auf Amazon Prime, geschaut, dann steht da sogar irgendwie die größte Videospielreihe aller Zeiten wird jetzt quasi verfilmt, was ein bisschen, da würde ich jetzt mal sagen, I doubt it, bei Fallout ist es nicht gerade die größte, es ist eine große auf jeden Fall, eine bekannte, aber es ist die größte, würde ich jetzt nicht sagen, da gibt's vielleicht mit Minecraft oder ich glaube allein GTA ist, glaube ich, größer, aber Fallout ist vielleicht auch Leuten in Begriff, die noch nie was von Videospielen oder nicht so viel mitbekommen haben von Videospielen, sind vielleicht schon mal ab und zu mal über irgendein Fallout-Bild gestolpert oder zumindest den Namen, da klingelt vielleicht irgendwas. Die Story lässt sich eigentlich auch, zumindest wenn man es ganz, ganz grob nur erzählen möchte, super schnell zusammenfassen, ist nämlich wirklich einfach wie: Es gab einen Atomkrieg, einige Leute waren in einem Bunker, einige Leute sind in der Oberfläche geblieben und jetzt, 200 Jahre später, versuchen wir irgendwie alle zu überleben. Das ist im Prinzip die Welt von Fallout, 200 Jahre nach dem globalen Atomkrieg, was noch übrig ist von der Menschheit. Die bekriegen sich natürlich weiterhin und es gibt weiterhin einen Kampf um Ressourcen, Technologien, um die Vorherrschaft in der zerstörten Welt. Das ist sozusagen der ganz, ganz grobe Pitch, der hier erzählt wird. Das hat natürlich in seinen Details und in seinen Fraktionen vor allen Dingen, wie die Welt aufgebaut ist. Die hat nämlich ein paar Besonderheiten. Da muss man nämlich schon mal ein bisschen ins Detail gehen. Und das macht gerade die Welt von Fallout sehr spannend. Deswegen, die Videospielserie ist 1997 gestartet. Da ist der erste Teil rausgekommen. Ein Jahr später dann auch der zweite Teil. Dann gab es
ganz, ganz viele Jahre lang nichts, weil dann auch das Entwicklerstudio hinter den ersten beiden Fallout-Spielen, Black Isle Studios, musste dicht machen und dann lag die Reihe so ein bisschen rum. Es gab dann noch so zwei Spin-Off-Titel, die sind aber nicht wirklich der Rede wert, deswegen übergehe ich die auch einfach mal, aber die wirklich nicht so spannend sind. Machst du dir damit Feinde? Also ich kann es nicht einschätzen, aber... Ich glaube, ich mache mir da wirklich absolut gar keine Feinde, wenn ich sage, Brotherhood of Steel kann man absolut ignorieren. Weil es ging dann erst mit Fallout 3 richtig wieder weiter. Und das war auch der Moment, wo Fallout Mainstream geworden ist, möchte ich mal, meines zumindest so meine Deutung. Es war schon vorher schon ein beliebtes Spiel, diese beiden, weil das halt eine postapokalyptische Welt war, die ein paar spannende Narrative hatte, die viel Entscheidungsfreiheit geboten hat, die auch eine offene Welt geboten hat, damals natürlich noch in 2D, Ende der 90er Jahre und dann aber mit Fallout 3 ging das Ganze dann auch ins 3D über und damit war es dann auch vollkommen im Mainstream angekommen. Da hat es dann auch ein neuer Entwickler übernommen, der dann die Rechte aufgekauft hat. Ich bin mittlerweile nicht mehr so ein großer Fan von diesem Entwicklerstudio. Ich fand den, als ich das erste Mal gespielt habe, noch Fallout 3 richtig toll. Später dann nicht mehr so, wo ich dann auf einmal gemerkt habe, es gibt das gleiche Jahr nochmal, nur in besser. Und das ist dann nämlich mein Lieblingsteil und auch eins meiner Lieblingsspiele, das ist nämlich Fallout New Vegas. Es kam nämlich zwei Jahre nach Fallout 3. Sieht im Prinzip, wenn du dir das anschauen würdest, ein Bild sehen würdest, in Screenshot oder in, dass du selber spielen würdest für ein paar Minuten, würdest du denken, das ist das gleiche Spiel. Also es ist absolut auf dem gleichen technischen wie spielerischen Niveau, aber dann, wenn man ein bisschen länger spielt, merkt man auf einmal, okay, Fallout New Vegas ist doch ganz, ganz was Eigenes. Ich kann zumindest mit Glück sagen, dass auch die Serie dann auch viel Fallout New Vegas auch implementiert hat, aber vor allen Dingen dann mit Fallout 3, wo dann die Serie wirklich, wie gesagt, im Mainstream richtig angekommen ist. Ab da geht dann nämlich auch die Serie, nimmt sich sozusagen die Optik als auch so das Feeling ist, zumindest am ehesten kann man sagen, mit Fallout 3, da ging es zum Beispiel auch los, wo die Serie sich gesagt hat, okay, das wollen wir irgendwie adaptieren. So Fallout 1 und Fallout 2 waren dadurch, dass es noch 2D-Spiele waren, 90er-Jahre, Rollenspiele, noch sehr auf den PC fokussiert, das war noch ein bisschen was anderes und da merkt man in der Serie nicht ganz so viel davon. Aber was ist denn überhaupt Fallout? Was macht das überhaupt so besonders? Weil wie gesagt, Atomkrieg, okay, 200 Jahre später, die Welt hat sich so ein bisschen erholt, aber durch die Atombombe hat sich natürlich auch ein bisschen was verändert, also typischerweise Insekten sind deutlich größer. Es ist auch so ganz, ganz klassisch. Es gibt auf einmal riesige Ameisen oder riesige Fliegen oder riesige Kakerlaken. Das zum einen, aber das Besondere an der Fallout-Welt ist auch an dem Zeitpunkt, wo die Atombomben gefallen sind, das war auch nicht mehr unsere Welt, mit der wir es zu tun haben. Weil sozusagen in der Timeline von Fallout hat sich die Welt bis 1950 ungefähr so entwickelt wie unsere. Aber dann ab 1950 gibt es quasi ein alternativer Zeitstrahl, wird aufgemacht. Wo dann erzählt wird, dass es mehrere technische Entwicklungen in dieser Fallout-Welt nicht gab, die halt Technologie kompakter gemacht hat. Also, dass zum Beispiel der Mikrocomputer bei uns irgendwann möglich war und dass sozusagen Computer am Anfang riesige Schränke waren und immer kleiner wurden, bis sie dann irgendwann Smartphone groß waren. Und in der Fallout-Welt ist das nie passiert. Da sind die PCs immer noch riesengroß und alle Leute haben Röhrenmonitore. Dafür hat sich aber die Welt von Fallout gesagt, wir setzen voll auf atomare Energie. Das heißt, alles, was man irgendwie mit Atomenergie befeuern kann, das wird auch gemacht. Also von Fernsehern zu Uhren zu Autos, da ist überall ein kleiner Atomreaktor drin in dieser Technologie. Was soll da schon passieren? Und was soll da schon schief gehen? Und dann ist es halt auch so, dass sich die Gesellschaft quasi auch gesellschaftlich und sozial und vom Aufbau her, auch von der Mode her, auch von der Kunst und Kultur seit den 50er Jahren nicht mehr weiterentwickelt hat. Die sind quasi stehen geblieben. Und dass auch dieser ganze Kalte Krieg, der dann in den 1950er Jahren ja auch ein großer Höhepunkt war und die große Angst vor den Kommunisten, dass das quasi seit 1950 quasi 100 Jahre lang einfach so weiterging. Genau in der Art und Weise, mit der Intensivität und auch mit der Optik und mit der Ansprache an die Bevölkerung, das hat sich quasi seit 1950 nicht mehr geändert. Und das ist halt dann auch so der spannende Ausgangspunkt, dass man ja quasi eine Retro-Science-Fiction-Version hat, weil irgendwie ist die Welt moderner als unsere, weil es Roboter gibt, die halt eigenständig denken können und handeln können und auch andere technologische Fortschritte sind möglich, auch so was Flugzeuge und so angeht, Autos wie gesagt angeht, aber dann gesellschaftlich ist man total rückständig und hat halt total dieses kalte Krieg, überall sind Kommunisten, bis es dann irgendwann zu diesem großen Atomkrieg kommt. Das heißt, das ist schon mal so die erste sehr spannende Ausgangslage, die natürlich für super viele Erzählungen sich eignet.
Man ist so ein bisschen wie in einem weirden Zerrbild der 50er Jahre, genau. in dem es aber komischerweise Roboter gibt und so. Also habe ich es zumindest immer erlebt. Und also es ist eine sehr spannende Welt. Ich habe, glaube ich, nur Fallout New Vegas tatsächlich gespielt, aber auch nie ganz. Dann hast du gleich den besten Teil gespielt, ja. Ich bin tatsächlich nur dran vorbeigelaufen, aber ich fand dieses, und jeder, der oder jede, die das schon mal irgendwo wahrgenommen hat, diese Art von Design. Ne, also diese, das kennt man. Ne? Also wenn man sagt so, man nimmt so diesen, die sind ja auch irgendwann wieder in geworden, die sind ja glaube ich jetzt auch ganz in, zum Beispiel diese 50 Jahre Kühlschränke, diese klobigen, großen, farbigen Kühlschränke, und da so, sich so eine Küche beispielsweise vorstellt und da einfach nochmal ein bisschen Rost und Dreck und was weiß ich drauf, und dann bist du irgendwann ungefähr bei Fallout, so vom Setting her. Ja, und auch wenn man sich Filme, die tatsächlich in den 1950er Jahren erschienen sind, das ist auch immer ein ganz guter Anhaltspunkt, weil da hat sich Fallout auch immer sehr viel bedient. Also man muss, ich erinnere zum Beispiel an den, da hat man vielleicht schon mal einen Ausschnitten gesehen, der heißt Them, mit einem Ausrufezeichen, das ist so ein 1950er Jahre Science-Fiction-Film, wo auch so Atombombentests irgendwie schief gehen und radioaktive Strahlung sich irgendwo ausbreitet und dann riesige Ameisen gebildet werden. Und das ist auch so ein Film, weil es gibt zum Beispiel auch in Fallout riesige Ameisen. Und das ist so auch so von der Optik her, von der Ansprache her, wie sich das anfühlt, das ist so sehr, wovon sich Fallout sehr viel zusammengeklaut hat, mehr oder weniger, oder zumindest diese auch Herangehensweise an so Science-Fiction-Filme aus den 1950er Jahren. Da gibt es auch ganz viele Elemente davon, finden sich halt in Fallout irgendwie wieder, vom halt Kreaturendesign oder auch den Figuren. Das macht es halt auch super spannend, weil das dann irgendwie so ein Amalgam wirkt aus verschiedenen popkulturellen Referenzen, aber irgendwie dann dadurch total wieder was Eigenes ist, weil es gibt auch viele eigene Ideen. Da kommen wir dann vielleicht am besten mal dann zur Serie, die dann mehr oder weniger Fallout 5 heißen könnte, weil es spielt tatsächlich wirklich dann nach dem letzten Teil, der erschienen ist, zumindest der letzte Singleplayer oder Einzelspieler Fallout, wo man wirklich alleine gespielt hat, weil es gibt dann noch irgendwie so ein Multiplayer Fallout, das müssen wir jetzt aber nicht ins Detail gehen. Und das war Fallout 4 eben, und Fallout 5 spielt dann ein paar Jahrzehnte, sind es glaube ich, nach Fallout 4. Das heißt, das, was auch in den Vorgängern passiert ist, spielt eine Rolle in Fallout, in der Serie, und ist dann quasi mehr oder weniger auch eine offizielle Fortsetzung und wird höchstwahrscheinlich, es gibt wie gesagt jetzt noch keinen neuen Teil in Spielform, aber was in der Serie passiert, wird wahrscheinlich dann noch Auswirkungen haben auf die Spiele später, weil das ist das Ganze dann schon ein Universum, also man macht hier keine separate Handlung oder so auf, wie das jetzt zum Beispiel die Halo-Serie gemacht hat bei Paramount, weil die hat wirklich so ein eigenes Universum mehr oder weniger aufgemacht, das nichts mehr mit den Spielen zu tun hat. Und hier soll das Ganze sozusagen ein Kosmos, ein transmediales Kosmos sein. Und die Serie beginnt dann auch, wo viele Fallouts beginnen, oder zumindest so eine Hauptfigur, zumindest hat es hier mit drei Hauptfiguren zu tun, aber die erste Hauptfigur ist Lucy, und die ist eine Vault-Bewohnerin, und diese Vaults sind halt diese Bunker, die halt von privilegierten Menschen bewohnt sind, weil kurz bevor die Welt untergegangen ist oder ein paar Jahrzehnte davor, hat man quasi schon gesehen, naja, der Atomkrieg wird immer wahrscheinlicher, und es hat direkt eine Firma für sich genutzt. Das ist Vault-Tec, das ist so die zentrale, ein zentraler Antagonist oder ein zentraler Schachspieler in der Fallout-Welt, die halt diese Vaults gebaut haben, diese Bunker gebaut haben. Und quasi, wenn man genug Einfluss hatte in der Fallout-Welt und genug Geld hatte, dann konnte man sich kurz bevor diese Atombomben gefallen sind, in einer dieser Vaults in Sicherheit bringen. Und die sind halt sehr besonders gestaltet, ne, weil das dann so ein paar hundert Menschen in so einem hochtechnisierten Bunker mit so ganz eigenen Regeln, wie man halt dort überlebt, die sich dann als Ziel gesetzt haben, okay, wir müssen ja mindestens so 200 bis 250 Jahre in diesem Bunkern überleben, also irgendwann unsere Kindeskinder sollen dann auch immer noch im Bunker leben, und wir sollen dann irgendwann wieder die Oberfläche betreten können, wenn die wieder sicher ist, und quasi dann den Menschen, die wahrscheinlich dann noch leben werden, oder den wenigen, die es dann auf der Oberfläche gibt, die sollen wir sozusagen erziehen. Den sollen wir wieder zeigen, wie Zivilisation funktioniert, weil wir haben noch die Technik, die hat überlebt bei uns in den Bunkern, unsere Umgangsform, unsere Demokratie, unser Kapitalismus, der hat noch in den Bunkern überlebt, und der soll wieder ausgebreitet werden. Dann. Könnte man die These aufstellen, dass vielleicht Fallout mit der Geschichte sozusagen da anfängt, wo
wo Dr. Strangelove von Stanley Kubrick aufhört, weil ja. Das ist ja im Prinzip genau das, ne? Dieser Atomkrieg geht los und es gibt so ein paar Leute, die unter sich ausmachen, okay, wir gehen jetzt in die Bunker und wir wollen dann in ein paar hundert Jahren, wenn die Welt wieder schicki ist, dann kommen wir wieder hoch und machen da eine geile Master Race auf im Prinzip. Genau. Ich glaube auch, Strangelove wird höchstwahrscheinlich eine ganz, ganz große Inspiration gewesen sein. Ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, ob das mal ein Entwickler gesagt hat, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil es gibt tatsächlich auch in der Serie eine Szene, wo sich mächtige Leute in einem War Room unterhalten, wie es weitergeht und wie sieht dieser War Room aus. Unter so einer Lampe natürlich. So eine, oh Gott, okay. Ja. Und du sagst es wirklich, ne, dass auch das angesprochen ja wird, ne, dass privilegierte Menschen darüber nachdenken, wir gehen in die Vaults und dann irgendwann kommen wir wieder raus. Genau das ist halt wirklich Fallout. Und auch der Humor und die Satire von Dr. Strangelove und die überspitzte Art und Weise, wie solche Konflikte dargestellt werden, das ist auch genau halt Fallout. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das hier auf jeden Fall drin ist. Weil wenn man mal sich zumindest auf Wikipedia mal anschaut, zumindest zu welchem Genre wird denn jetzt die Fallout-Serie gezählt, das zeigt vielleicht auch, was für ein Amalgam aus verschiedenen Narrativen das Ganze auch ist. Weil das wird als Action, Black Comedy, Drama, Postapokalypse, Satire, Science Fiction und Western quasi bezeichnet, was auch alles stimmt. Also genau das ist es. Und da ist dann quasi Lucy, die hier in als eine Vault-Bewohnerin jetzt kurz davor ist zu heiraten und quasi jemanden Neues kennenlernt, weil in ihrem Vault ist es nämlich so, dass es so jeder Vault auch in der Fallout-Welt hat so seine Besonderheiten. Ich möchte mal nicht näher darauf eingehen, weil das ist auch immer ein großes Mysterium, weil jeder Vault hat quasi in der Fallout-Welt immer so eine eigene Geschichte und eine eigene Idee, wie dieser Vault funktioniert. Und das ist immer auch ein Teil sowohl der Spiele als auch der Serie zu erkunden, was ist denn das Geheimnis dieses Vaults und wie funktioniert dieser Vault. Die sind meistens so soziale Experimente, geht das so in die Richtung. Wie das dann genau bei dem Vault von Lucy ist, möchte ich mal jetzt nicht verraten, aber ich kann zumindest so viel sagen, weil das wird gleich auch am Anfang erzählt, dass hier mehrere Vaults miteinander verbunden sind und ein Austausch zwischen den Vaults stattfinden soll. Aber es passieren dann ein paar Dinge in der Verlauf der ersten Folge, wo dann halt sich Lucy entscheidet, in die Oberfläche oder an die Oberfläche zu gehen, weil sie sucht dann ihren Vater, der verschwindet. Und damit beginnt dann sozusagen das erste Mysterium, warum denn dieser Vater überhaupt verschwunden ist und Lucy dann ihn sucht. Da spielen dann gleich auch die zwei anderen Hauptcharaktere, weil man kann so sagen, die Serie ist so dreigeteilt auf drei Charaktere. Das ist dann zum einen Lucy, die so als naive Vaultbewohnerin quasi nur ihr Leben lang unter Tage gewohnt hat und immer tagtäglich Propaganda gehört hat, wie denn die Vaults funktionieren, die Bunker funktionieren, aber halt auch die Oberwelt und die dann aber natürlich schnell lernen muss, ne, so Fish out of water mäßig so in eine Welt ankommt, die sie nicht versteht und auch keiner versteht sie und sie muss dann erstmal lernen, was für eine Welt das überhaupt ist. Und die anderen beiden Charaktere sind dann zum einen ist der Ghoul. Aber das ist dann auch noch, das sind quasi Zombies, wenn man es ganz blöd fassen will, sind sozusagen in der Welt von Fallout, wenn man als Mensch sehr, sehr viel radioaktive Strahlung abbekommt, dann kann es passieren, dass man sich in einen Ghoul verwandelt. Das sind dann sozusagen, die sehen so ein bisschen außen aus wie Zombies. Und einige dieser Ghouls können halt noch normal denken und sprechen und handeln. Und manche Ghouls werden halt wild gewordene, die verlieren den Verstand. Aber dieser Ghoul ist halt dann quasi ein Charakter, der noch seinen Verstand besitzt und ebenfalls dann irgendwann auf Lucy trifft. Und die beiden treffen dann halt auch irgendwann auf die dritte Person, das ist Maximus. Der gehört dann einer Fraktion an von Fallout. Das ist dann die Stählerne Bruderschaft. Das sind dann auch diese Rüstungen, die man wahrscheinlich, wenn man mal was von Fallout gesehen hat, das ist dann diese große Plattenrüstung, die so ein bisschen aussehen wie Ritter. Und der Name Maximus sagt auch schon, ne, die sind so ein bisschen am Römischen Reich orientiert. Aber da geht es ein bisschen in diese Richtung. Und diese Stählerne Bruderschaft sammelt quasi Technologie und besitzt ganz viele Kriegstechnologie. Und die wollen quasi sozusagen, die sind eine Fraktion, die sozusagen um die Vorherrschaft in diesem Ödland, wie das dann häufig in Fallout heißt, dann kämpfen. Und diese alle drei Figuren, also Lucy, der Ghoul und Maximus, suchen dann irgendwann im Verlauf der Serie so einen MacGuffin, so einen magischen Gegenstand mehr oder weniger, der irgendwie eine ganz große Rolle spielen soll in der Zukunft des Ödlands. Und es ist aber im Prinzip eine Ausrede, damit man die verschiedenen Stationen von Fallout und die verschiedenen Welten so ein bisschen erkunden kann und viele Stationen erkunden kann und auch viele verschiedene Fraktionen als auch Persönlichkeiten kennenlernt. Mehr möchte ich aber auch nicht erzählen, weil es gibt auch einen kleinen Twist dann auch im Verlauf der Serie, wo man auch alles mal aus einem anderen Blickwinkel dann betrachten soll. Das kann dann jeder auch für sich selber so ein bisschen erkunden, aber das ist zumindest so ganz grob zur Geschichte, dass diese drei Figuren quasi auf der Suche sind nach einem Gegenstand und dann zeitweise füreinander arbeiten, manchmal aber auch gegeneinander arbeiten.
Okay, das klingt erstmal vom Setting her nach, also natürlich in diesem Fallout-Universum, aber nach jetzt, ich sag mal so, nichts, was man noch nie gehört hat. Das ist richtig. Das ist auf jeden Fall diese ganz klassische Geschichte mit, ne, man hat diese Waldbewohnerin, sozusagen Fish out of water, so eine Person, die in eine neue Welt kommt, die sie nicht versteht. Und das ist natürlich einerseits eine ganz etabliertes Erzählweise. Auch dieser Ghoul ist wirklich so eine Art Westernheld oder so ein Cowboy, so ein Clint Eastwood Charakter, der halt so seine Moral oder man weiß, okay, der hatte wahrscheinlich mal eine Art von Moral, aber hat die verloren. Und dann geht es natürlich in seiner Geschichte darum, wie ist das passiert, und kann er sie wiederfinden. Und dann dieser Maximus ist dann so, der sozusagen innerhalb dieser Fraktion der stählernen Bruderschaft eigentlich sich hochkämpfen will, quasi Karriere machen will, aber dann im Verlauf der Serie merken muss, ob diese stählerne Bruderschaft wirklich das Wahre ist. Muss man mal überlegen, ob das denn so für einen passt. Deswegen, das sind schon sehr etablierte Erzählmuster, aber gerade das Spannendere ist, ne, mit dieser Welt, die so palpig halt wirkt, so würde ich es mal bezeichnen, also sehr überzeichnet, auch sehr brutal ist ja die Serie, das ist aber auch, wie die Spiele auch sind, die sehr stark auch so Tarantino-hafte Gewalt inszenieren, wo dann sehr gerne mehr Körperteile wegfliegen, um das Ganze auch humoristisch inszeniert ist, weil das so übertrieben teilweise ist, dass dann auch irgendein Charakter sagt, hey, du musst meinen Kopf quasi wohin bringen. Und dann muss wirklich der Kopf transportiert werden. Und dann geht es jetzt mal eine Weile rum, naja, wie kann ich denn diesen Kopf am besten abtrennen oder irgendwo hinbringen? Das ist dann diese Art von Humor, die fordert jetzt auch in einer Art und Weise, wie die Kreaturen designt sind, geht das so sehr stark in der Richtung. Aber ich muss wirklich sagen, mir hat die Serie sehr, sehr gut gefallen, weil das wirklich sehr gut geschafft hat, diesen Spirit von Fallout einzufangen. Eben nicht nur der Humor und das Set-Design, was wirklich 1:1 halt die Spiele, so ab dem dritten Teil, wie ich schon gesagt habe, sind. Also allein halt wie die, also es gibt dann solche Stimpaks heißen die in den Spielen, das sind quasi Heiltränke, was übersetzen wurde. Die sehen halt wirklich 1:1 bis auf den letzten richtigen Rostfleck, sehen die genau aus wie in den Spielen, auch die Rüstung, auch wie die Walls aussehen, die Bunker. Das ist wirklich auch die Designs der Kostüme, wenn irgendein Charakter einen Computer bedient und dann erstmal den hacken muss, den Computer, weil der halt mit einem Sicherheitsprogramm gesichert ist, dann ist das exakt das Hacking-Minispiel aus dem Spiel. Das sind natürlich so kleine Fan-Dinger, die funktionieren leider auch. Ne? Es ist eigentlich billig, dass man da so die Fans bekommt, aber man bekommt sie da durch. Und es war auch so ein Moment im Verlauf der Serie, wo dann Fallout New Vegas eine größere Rolle spielt, wo dann eine Fahne einer Fraktion kurz gezeigt wird und das ist halt eine wichtige Fraktion in Fallout New Vegas und dann auch in dem Moment die Musik von Fallout New Vegas eingespielt wird. Und das spricht mich sofort, da hat es mich sofort, da ich denke, oh ja, ja! Das ist genau das. Obwohl es total billig eigentlich ist. Ne? Das ist so, zumindest auf oberflächlicher Ebene, versteht es Fallout sehr, sehr gut, dass es sich anfühlt wie ein Fallout und so aussieht wie ein Fallout. Aber ich muss auch sagen, ich fand es sehr spannend, wie sie halt die Spiele kondensiert haben. Weil natürlich diese Spiele sind meistens so 50 bis 100 Stunden Spiele, wenn man sich vornimmt, die durchzuspielen. Weil offene Welt und so, man kann überall hingehen. Man hat viel Entscheidungsfreiheit, wie man Sachen angeht. Und da finde ich jetzt auch dadurch, dass ich die Serie gesehen habe, fand ich auch nochmal sehr schön, wie unterschiedlich diese beiden Medien funktionieren. Weil gerade die solche Art von Spiele, wie halt die Fallout-Spiele sind, das ist so, man meändert da so meistens so zwischen verschiedenen Orten und Geschichten halt auch, weil man geht mal zu dem einen Ort, erkundet den so ein bisschen, erlebt dort eine kleine Geschichte mit dem Ort, dort ein paar Charaktere und dann wandert man irgendwie weiter. Dann erlebt man vielleicht mal für 1-2 Stunden nichts, bevor man wieder zu einem spannenden Ort findet und dort was erlebt. Und am Ende hat man so eine große Reise erlebt, wo ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig ist, genau zu sagen, okay, darum ging es jetzt eigentlich. Das war jetzt die Geschichte, die mir Fallout New Vegas zum Beispiel erzählen wollte. Die gibt's natürlich und die kann man auch finden und analysieren, kein Problem. Aber es ist halt deutlich gestreckter, als jetzt eine Serie oder ein Film das erzählen könnte. Weil selbst jetzt die 8 Stunden, die jetzt ungefähr die Serie gehen, ist natürlich deutlich konzentrierter. Und da fand ich halt sehr spannend, wie die Serie es schafft, sich die Erzählmuster, die in den Spielen auch immer existieren, oder überhaupt, warum ist diese Welt überhaupt so gestaltet und was erzählen wir damit? Oder was wollen wir uns damit quasi, worauf wollen wir aufmerksam machen? Das kriegt ja die Serie sehr, sehr gut für mich hin. Weil man merkt wahrscheinlich schon, ne, an der Art und Weise, wie die Erzählung gestaltet ist, mit diesen Walls und dieser Wall-Tech, die dann im Verlauf der Serie auch deutlich wird, ne, das ist halt ein krasses Unternehmen gewesen, die quasi ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Welt von Fallout auch quasi alles beherrscht haben und dann wirklich, so wird das auch in der Serie ausgesprochen, das Ende der Welt privatisiert haben. Und das finde ich allein, dieser Satz ist, glaube ich,
Es kann natürlich sein, dass das in irgendeinem Spiel auch mal vorgekommen ist, dieser Satz. Da möchte ich nicht meine Hand ins Feuer legen, aber ich habe zumindest das Gefühl, es wurde noch nie so deutlich mal ausgesprochen, aber das war immer vorlaut. Und das hat es auch so spannend gemacht, wie dann halt diese privatisiertes Ende der Welt oder dieses privatisierte Ende gezeigt wurde über verschiedene kleine Geschichten und große Geschichten. Aber hier hat es mal so eine Serie mal auf den Punkt gebracht. Und dann auch wirklich über noch andere Geschichten, dass dann auch Charaktere, man hat auch immer wieder so Rückblenden und Flashbacks, kurz bevor die Bomben gefallen sind. Also wo man wirklich noch die intakte Gesellschaft sieht, was die Spiele auch ganz selten gemacht haben. Also da kriegt man ganz, ganz selten nur Einblicke sozusagen in die Apokalypsenzeit. Allein dadurch ist es auch nochmal, glaube ich, für Fans super spannend zu sehen, wie diese Welt funktioniert hat. Und das dann mal zu sehen, wie privatisiert dann das Ende der Welt war und wie sehr man eigentlich auch schon darauf gehofft hat, dass endlich die Atombomben fallen. Weil dann kann endlich mein großer Plan in Erfüllung gehen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und dann auch dieses, weil das eine große Zitat oder die eine große Erzählung, die zumindest auch in den Spielen jederzeit vorkommt, ist immer Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Das ist so ein Zitat, was sich in allen Spielen findet, weil wenn man sich quasi in den endlosen Zirkel der Gewalt befindet, weil sich quasi selbst die Welt nach 200 Jahren nach dem Atomkrieg immer noch in einem Zustand der Zerstörung befindet und sich ständig Fraktionen gegenseitig bekriegen. Und immer, wenn es so aussieht, dass die Welt sich erholen könnte und dass man irgendwie weiterdenken könnte und dass man sich jetzt wieder neu aufbauen könnte, immer dann kommt wieder irgendwas Neues, irgendein neuer Krieg, irgendeine neue Bombe oder irgendeine neue Waffe wird gefunden und dann geht's, man wird quasi wieder zurückgebombt. Das ist auf dieses Krieg bleibt immer gleich, ist das dann das Zitat, worauf sich das reduzieren lässt. Aber das wird auch nochmal in der Serie schön aufgearbeitet, wie das funktioniert. Deswegen fand ich es irgendwie sehr, sehr spannend zu sehen, wie diese Serie es schafft, wirklich die Spiele zu verstehen, neu zu adaptieren, wirklich was Neues daraus zu machen, was eigenständig ist. Also man muss die Spiele auch nicht gespielt haben. Ist absolut nicht notwendig, aber es funktioniert auf beider Ebene. Sowohl für Leute, würde ich jetzt sagen, sowohl für Leute, die diese Spiele lieben und kennen, als auch für Leute, die zum ersten Mal was von dem Universum mitbekommen. Das ist ja der beste Fall im Prinzip. Ja. Also ist mal eine gute Videospielumsetzung gelungen. Absolut. Ja. Ich meine, es gab jetzt ein paar mehr auch schon. Ja. Ne? Man hat jetzt auch mit der Arcane-Serie zu League of Legends, das war ja auch ähnlicher Fall, wo die auch einfach Sachen wie eine komplett eigenständige Geschichte, wo sie sozusagen eigentlich noch mehr ausdecken mussten, weil das Spiel weniger zu bieten hat, als es Fallout zu bieten hat. Da kann man natürlich schon mehr adaptieren. Oder aber schon existiert. Das war natürlich bei einem League of Legends Spiel noch ein bisschen schwieriger. Aber ja, man kann es auch mit der Last of Us Serie, die auch recht ordentlich ist, finde ich ganz lustig, dass jetzt sozusagen die zwei bekanntesten, erfolgreichsten und hochkarätigsten Videospielserien, dann sind beide Serien, die sich mit einer Postapokalypse beschäftigen. Man könnte jetzt sagen, Videospiele haben ein bisschen einen Narren an der Postapokalypse gefressen, was auch zustimmt. Also es gibt sehr, sehr viele Spiele, die sich mit der Postapokalypse beschäftigen, weil das ein sehr gutes Setting ist für eben, man erkundet irgendwas, man ist so auf einer Reise, da eignet sich irgendwie die Postapokalypse sehr, sehr stark dafür. Deswegen, aber ich muss auf jeden Fall sagen, die ist sehr gut gelungen. Auch gerade so, auch so was, ein paar neue Entscheidungen gibt es natürlich auch mal ein bisschen kontrovers, ne, weil natürlich die Serie schon ab und zu neue Wege geht. Zum Beispiel bei den Ghoulen. Da war zum Beispiel in den Spielen wird eigentlich immer nur erzählt, okay, das sind irgendwie Menschen, die halt vieler atomarer Strahlung ausgesetzt waren und die verwandeln sich dann irgendwann in Ghule. Die leben quasi dafür länger, aber sehen halt aus wie Zombies. Und es droht halt immer, dass die dann halt irgendwann wahnsinnig werden. Die Serie erzählt es ein kleines bisschen anders. Da ist es dann nämlich so, dass diese Ghule, die brauchen eine Droge, damit die halt nicht ihren Verstand verlieren. Die brauchen quasi regelmäßig einen Stoff, den sie sich besorgen müssen, ansonsten werden sie wahnsinnig. Und dadurch hast du so eine interessante Dramaturgie, weil diese Ghule dann gezwungen sind, Geld zu verdienen oder irgendwie sich Söldner zu werden oder so, oder irgendwie anders zu machen oder irgendwie was zu verkaufen oder irgendwie sich zu verkaufen, damit sie an diese Drogen kommen. Das ist natürlich ein Narrativ sehr, sehr spannend und das könnten auch für mich jetzt die Spiele adaptieren so. Das hatte man vorher halt nie so erzählt. Da gab es, wo war von dieser Droge nie eine Rede. Das ist auch was sozusagen ein neues Element. Aber ne, da gibt's wahrscheinlich Leute, die sagen, nee, das ist, Fallout ist mein heiliges Universum, da darf nichts dran verändert werden, auch jetzt von einer Serie, die quasi das Okay bekommen hat von den Entwicklern, und auch der Chefentwickler ist auch als Produzent mit dabei bei der Fallout-Serie. Deswegen ist es quasi sozusagen auch abgesegnet, aber es ist dann so quasi ein neues Element. Und es gab auch ein paar hitzige Diskussionen bei einem Fakt. Da muss ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, weil das, glaube ich, auch jetzt nicht so wichtig wäre. Aber es gab zumindest im Verlauf der Serie wird deutlich, dass so ein größerer Ort nicht mehr existiert. Und dass es da quasi einen Bombenanschlag gab, warum es diesen Ort nicht mehr gibt. Und das ist so ein bisschen, da wird gesagt, der ist in dem und dem Jahr passiert.
dass diese Bombe hochgegangen ist. Aber das ist so ein bisschen schwierig, wenn man das in der großen Timeline von Fallout, von diesen 5, 6, 7 Spielen einordnen will, dann ist, dass dieser Ort zu diesem Zeitpunkt hochgeht, passt nicht so ganz rein. Das hätte irgendwie dann vorher in den Spielen mal erwähnt werden müssen, weil dieser Ort sehr, sehr wichtig ist. Und da gab es schon viele, die sich darüber aufgeregt haben, dass es hier nicht ganz passt. Aber das ist so ein bisschen, okay, wir reden hier von 5 Jahren, aber ne, da sind natürlich einige dabei. Oder aber was ich dann interessanter fand, weil dieser Ort, der da hochgeht, der ist quasi sehr, sehr wichtig für Fallout 1 und 2. Der ist dann in späteren Spielen nicht mehr ganz so wichtig, der wird nur noch erwähnt. Und viele Fans der alten Spiele von Fallout 1 und 2, die haben quasi gesagt, für sie hat sich das so angefühlt, als ob hier quasi die alten Spiele dicht gemacht werden und quasi so als Anhängsel behandelt werden, über die man sich jetzt quasi, die man abstreift, die halt nicht mehr wichtig sind. Weil es gibt natürlich auch viele Fans von Fallout, die sagen, die ersten beiden Fallout sind eigentlich, das sind die OGs, die Originals, und die sind heilig, an denen darfst du nichts verändern. Und jetzt kommt hier so eine große Serie, die sich sowieso schon eher an den neueren Fallouts orientiert und die dann auch noch einen ganz wichtigen Ort auslöscht für Fallout 1 und 2. Und das hat sich dann für sie so wie ein Verrat angefühlt. Fand ich auch immer ganz spannend, aber da bin ich jetzt nicht so emotional mit verbunden, aber es ist auch immer ganz spannend, wie man so ein Fantum für sich versteht und für was einem wichtig ist und was irgendwie nicht. Mhm. Das fand ich, da gab es wirklich ein paar größere Diskussionen, da müssten sich dann auch die Serienmacher, wurden dann für ein Interview, müssten sich dann erklären, wie das genau in der Timeline funktioniert und warum es doch noch halbwegs Sinn macht und so. Aber ich fand zumindest ganz interessant, diese Diskussion darum. Und da sieht man halt auch, wie viele Emotionen mit diesem Franchise verbunden sind und wie wichtig das einigen Leuten hat, ist, dass das alles irgendwie Sinn macht und dass man eben auch Fallout 1 und 2, diese alten Spiele auch noch mit berücksichtigt, dass die auch wichtig sind und eben nicht nur ab Fallout 3. Ne, das ist dann eben mhm. auch. Ja, aber insgesamt muss ich wirklich sagen, wirklich eine sehr gelungene Serie. Die ist jetzt nicht, also die hat halt manchmal das Problem, also was ich zumindest als Kritik auf jeden Fall auch sagen würde, die fühlt sich trotzdem ein bisschen klein an, dafür, dass es so eine quasi, das spielt, so oder soll spielen im Raum von Los Angeles, von Hollywood. Dann für sie wirklich mehrere Ortschaften drumherum und irgendwie die Charaktere sind immer so geschrieben, die Storys sind immer so geschrieben, dass die quasi immer übereinander stolpern, obwohl das eigentlich eine riesige Wüste ist. Und ja, irgendwie sich zufälligerweise treffen sie irgendwie immer übereinander und wenn man irgendwo hin muss, dann ist das innerhalb von ein paar Minuten irgendwie geklärt und man kriegt wenig Gefühl für die Größe und für den Raum dieser Welt. Also die einzelnen Orte schon so in Kleinigkeiten, aber so ganz insgesamt fühlt sich es nicht so wie eine große zusammenhängende Welt an. Das ist vielleicht so ein kleiner Nachteil, den man irgendwie hat, dass man irgendwie doch relativ viel erzählen möchte, sehr forsch das Ganze erzählt, sehr, sehr, sehr schnell nach vorne prischt manchmal. Vielleicht auch dadurch, dass man das Ganze in 8 Folgen schon eine große Geschichte mit recht vielen Charakteren erzählen will, dass es dann manchmal ein bisschen gehetzt anfühlt. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Da gibt es auf jeden Fall, das ist vielleicht so ein kleiner Nachteil. Das ist zum Beispiel jetzt die ersten Game of Thrones Staffeln, die haben es zum Beispiel sehr, sehr gut hinbekommen, eine sehr komplexe Geschichte über einen Kontinent zu erzählen. Und dieser Kontinent hat sich auch wirklich angefühlt wie ein Kontinent. Und wenn Charaktere irgendwie von einem Punkt zum anderen gegangen sind, dann hat das wirklich auch gedauert und du hast irgendwie ein Gefühl dafür bekommen. Das ist auf jeden Fall so ein Nachteil, den ich fand, ja. Aber ansonsten ist natürlich, dass man auch mit diesem Art Humor irgendwie auch von dieser Serie klarkommen muss, weil es wechselt halt auch ganz stark zwischen Drama, Comedy, über dann irgendwelche Science-Fiction-Anspielungen, Monster, die so ein bisschen komisch erstmal aussehen und denken, ja, das wirkt irgendwie wirklich wie aus den 50er, 60er Jahren, irgendwie riesige Ameisen oder ein riesiges Gehirn auf Rollern. Auch sowas gibt's in Fallout. Damit muss man dann erstmal so, glaube ich, das erstmal verstehen lernen und erstmal so mögen können, damit man, glaube ich, erstmal auch in diese Welt reinkommt. Aber ich glaube, wenn man da so ein bisschen Narren dran gefressen hat, dann findet man das auch ganz, ganz toll und kann sich da wirklich viel reindecken, weil das wirklich auch sehr, sehr spannende Geschichten erzählt. Auch wenn die Spiele für mich sozusagen in diesen kleinen Geschichten stärker sind, weil die halt die Stärke haben, dass ich selber die Kontrolle habe, wo ich hingehe und dann dort eine Geschichte erlebe und für mich ein Abenteuer erlebe. Was die Serie eben gut kann, ist irgendwie diese Gleichzeitigkeit der Ereignisse und halt da wirklich kondensiert eine Geschichte zu erzählen und auch gerade so Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit filmischen Mitteln zu erzählen. Das könnte so ein Spiel, hat damit größere Schwierigkeiten, das zu machen, weil man da weniger mit einem Schnitt zum Beispiel arbeiten kann, weil die halt die Serie immer wieder auch halt, wie gesagt, in die Vergangenheit schneidet. Und gerade hier der Ghoul, der hat halt schon zu Vorkriegszeitaltern gelebt. Und da sieht man ihn halt als normalen Menschen halt, als Hollywood-Schauspieler zu sehen. Und das ist nochmal ein ganz
eigene Facette, die halt die Spiele gar nicht mit reinbringen können. Aber ja, hat auf jeden Fall, war sehr erfolgreich auch, die Serie, zumindest was so Amazon schon preisgegeben hat, dass auf jeden Fall auch schon eine zweite Staffel bestätigt ist. Deswegen mal schauen, wie es da dann weitergeht. Aber ich bin da ehrlich gesagt ganz frohen Mutes, dass das wirklich auch die Qualität halten kann, weil man merkt auf jeden Fall, da waren viele Fans bei der Serie dran beteiligt, unter anderem auch Jonathan Nolan, der jüngere Bruder von Christopher Nolan, der laut eigenen Aussagen auch während des Drehs von The Dark Knight Schwierigkeiten hatte, manchmal zur Arbeit zu kommen, weil er Fallout gespielt hat. Hat er zumindest dann in einem Interview erzählt. aber man merkt es dann auf jeden Fall auch der Serie an, der Jonathan Nolan hat auch die ersten drei Folgen auch selber inszeniert, da Regie geführt. Deswegen auch jetzt auf jeden Fall auch eine Empfehlung für alle Leute, die jetzt die mit den Spielen auch noch gar nichts anfangen können. Wenn ihr irgendwas mit der Postapokalypse und euch so übertriebener schwarzer Humor und auch so abgedrehte Designs als auch Charaktere euch schon interessieren, dann schaut auf jeden Fall mal rein. Ja, und schreibt uns, wenn ihr vielleicht noch ein paar Facetten entdeckt habt, über die wir noch nicht gesprochen haben, oder aber wenn ihr ganz anderer Meinung seid als Martin und sagt, das ist eine der schlechtesten Serien, die ihr in eurem Leben seid. Akzeptiere ich. Okay. Auch das könnte ich verstehen. Dann schreibt uns doch einfach unter filmmagazin.org oder ihr schreibt uns eine Mail. mail@filmmagazin.org, schaut, ob ihr bei einem YouTube-Kommentar hinterlasst oder bei Instagram oder sonst wie. Vielen Dank dir für das Berichten von deiner Fallout-Experience. Wir freuen uns auf Staffel 2 oder du freust dich auf Staffel 2. Wirst du denn jetzt, Lukas, hast du denn jetzt ein bisschen Lust gehabt oder wirst du erst sagen, ist es eigentlich nicht so deins? Na, ich werde schon reinschauen, glaube ich, also das Setting gefällt mir schon. Ja. Okay. Ich guck rein. Hättest du mir jetzt gesagt, es lohnt sich nicht, dann hätte ich keinen Bock gehabt. Also es zieht mich nicht von sich aus rein, aber jetzt, wo du sagst, okay, dir gefällt es, dann guck ich es mir halt an. Und wie gesagt, ich kenne ja von Fallout jetzt nicht mehr als das Setting, weil weiter habe ich es nicht geschafft in den Spielen. Ja, aber mehr brauchst du auch zum Glück nicht. Also man kann da wirklich auch ohne Vorkenntnisse, wie ich schon gesagt habe, reinsteigen. Das macht, glaube ich, auch nochmal, wäre ich dann auch gespannt auf deine Erzählungen, weil ich habe natürlich so bei gewissen Punkten, okay, da weiß ich schon, in welche Richtung es geht, weil das Elemente sind, die in den Spielen auch irgendwie vorkommen. Und da weiß man bei gewissen Ortschaften, Fraktionen, Designs oder okay, das ist so die Geschichte, die sie versuchen zu oder adaptieren, da weiß man schon ein bisschen was. Und wenn man jetzt nicht diese Vorkenntnisse hat, ob das dann nochmal ganz was anderes ist, ob man dann überraschter ist oder vielleicht auch gelangweilter, weil man nicht dieses hat, haha, das kenne ich ja. Das kann natürlich auch war glaube ich auch für mich auch ein Teil des Genusses. Und wenn das eben nicht da ist, ob das dann trotzdem noch funktioniert. Deswegen wäre ich da auch gespannt, wie das für jemanden ist, der das eben nicht so gut kennt. Sollte ich diese Serie gucken und dann eine wirklich 180 Grad andere Meinung haben als du, dann machen wir nochmal ein Follow-up und machen Fallout aus Sicht eines, der nicht Fallout gesehen hat. Ja, ein Fallout-Follow-up. Ja, so, schön. Dann wär's das für diese Woche, würde ich sagen. Kurz und knackig? Ja, gab's noch was Neues? Nö, ich habe nichts gefunden. Ich habe jetzt auch nichts, aber ich war wie gesagt, auch die Woche ein bisschen am Twerken. Dito. Deswegen habe ich auch nicht so viel mitbekommen. Dann deswegen lassen wir das sagt, doch einfach weg. Sagt, könnt ihr das uns nicht sagen, genau. Was, ob irgendwas Spannendes passiert, schreibt uns das gerne hin, falls wir irgendwas Großes verpasst haben. Obwohl doch, eine Nachricht, die ist mir auch noch vor, ich glaube gestern kam die, weil Quentin Tarantino, weil ich habe den ja auch kurz erwähnt, der hat ja eigentlich gesagt, sein letzter und 10. Film insgesamt sollte ja The Movie Critic werden, also ein Film über eine Filmkritikerin, glaube ich, sollte es sein, die in den 1970er Jahren quasi Filmkritiken geschrieben hat und dann mit der Art und Weise, wie Tarantino seine Geschichten dann erzählt, wäre es darum irgendwie gegangen. Wahrscheinlich auch irgendwas mit alternativer Geschichte wäre wieder abgelaufen. Aber er hat jetzt gesagt, es wird doch nicht der letzte Film. Also er hat das Drehbuch dann doch jetzt in den Mülleimer mehr oder weniger geschmissen. Und es wird dann wohl ein neuer Film, eine neue Idee sein, die dann Tarantino umsetzen wird. Das war auch eine Nachricht, wo ich mich auch ehrlich gesagt gefreut habe, wo ich das gelesen habe, weil ich schon Once Upon a Time in Hollywood etwas zu selbstverliebt fand. Ja, zu selbstreferenziell auch. Und halt, ich hatte zumindest von der Beschreibung her, die man schon wusste von dem Movie-Critic-Film, hätte ich mir gedacht, das klingt wieder sehr halt danach. Mhm. Deswegen würde ich mir wünschen, dass Tarantino sich vielleicht was anderes nimmt. Vielleicht ja auch den Star Trek-Film, wo er immer mal auch gesagt hat, dass er ein Star Trek-Drehbuch schreiben will. Go for it, genau. Ich würde das sehr begrüßen, aber ich glaube, es kommt ja jetzt erstmal noch, es ist ja jetzt angekündigt worden, dass noch ein Star Trek-Film kommt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, aber das ist wahrscheinlich nicht der Tarantino-Star Trek. Nee, man macht jetzt das Reboot vom Reboot, offenbar. Aha. Und, ja. Und, also erzählt, aber nochmal mit Kirk, oder? Ja, aber mit dem weiß nicht, ob mit dem Kirk, das ist glaube ich noch nicht raus, aber man nimmt jetzt quasi nicht diese Kelvin-Timeline, sondern
macht, setzt davor an oder dazwischen. Also nochmal eine neue Realität quasi. Scheint so. Oder man, man hält sich an gar nichts mehr. Es ist irgendwie, also es, ja. Dann könnte man ja auch mal eine neue Crew machen. Aber mal gucken. Mal gucken. Naja, mal schauen. Ich glaube, da traut man sich noch nicht genug. Aber ich würde sagen, ja, ich glaube, Tarantino setzt sich auch ein bisschen selber unter Druck. Ne? Kannst du sagen, wenn du da sagst, so, boah, ich habe noch einen Schuss. Ja. So. Muss aber auch, hätte ja nicht sein müssen, hätte ja sagen können, okay, jetzt mache ich halt den Movie Critic und dann mache ich halt noch einen Film, aber ja, gut. Weil er, aber das hat er schon wirklich vor 20 Jahren oder so gesagt, dass er 10 Filme machen will, deswegen, also bisher sieht es auch so aus, dass er es durchziehen will, aber mal schauen, wenn der 10. Film draußen ist und dann vielleicht so 5 oder 10 Jahre vergangen sind, ob es dann nochmal ein bisschen kribbelt in den Fingern, das könnte ich mir halt vorstellen, aber auf jeden Fall, zumindest freue ich mich erstmal, wo ich das erste Mal diese Nachricht gesehen habe, dass es vielleicht nicht so Movie Critic wird und er sich vielleicht was Originelleres überlegt als das, aber vielleicht wird es dann einfach dann so Movie Actor. Okay. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Hört er auch bei uns hier und wir hören uns nächste Woche wieder beim Filmmagazin. Da reden wir auch wieder über Filme und Serien. Ich denke schon. Oder mal was ganz anderes. Bücher? Bücher? Dann bis dahin. Dann tschüss. Ciao.